Jo Leute, ich bin's wieder, euer DigiDream, und ich heiße jetzt kommen hier in War Thunder. Wie gestern angekündigt, gehe ich mit den Küstenflotten von den Sowjets in die Schlacht rein, ne, auf Rating 3.7. Da könnten wir eventuell auf den Zerstörer treffen, müssen aber nicht. Das ist halt so der Punkt, ne. Aber ich habe hier alles Gute dabei, MPK, wie ihr seht, die PR-Maschinen, also Teile da, ein bisschen hier zum Torpedoschiffchen. Also, alles Nötige ist mit dabei. So, und ich werde jetzt kurz nochmal hier... Das kriegt ihr vielleicht im Hintergrund mit, ich weiß es nicht. Muss hier die Fenster schließen, draußen sind wieder plärrende, schreiende Belger. Ja, entschuldige für die Aussage, aber... Das kommt nicht gerade gut in so einem Video. So, ich glaube, ich nehme das Ding hier erstmal. Weil der ist schon gar nicht so richtig zum Einsatz gekommen. Oh, und da hinten geht schon richtig gut los. Eine PC, ein PC-Modell, okay. Muss es aber richtig gut treffen. Ja, wie gesagt, Zerstörer könnten drin sein. Oh Gott. Da sind eine Menge Zerstörer drin. Aber, ich muss extra sagen, ich bin trotzdem nicht schlecht bewaffnet. Also mit der Kanone, die ich hier habe, ne? 76er Millimeter. Kann man schon nichts meckern, also... ja. Das ist schon nicht ohne. Aber es geht halt ganz ratzfatz, wenn man mich hier bekämpft. Na gut, den da hinten, gucken wir nochmal. Jetzt sehe ich mir richtig. Und knapp. Noch ein Millimeter. Ach, jetzt verschwindet er wieder hinter irgendeinem Scheiß. Das Geile ist, ihr seht die fette andere Kanone da hinten dran. Das ist wirklich, wirklich ein Flugabwehrgeschütz. Also das Ding ist echt brachial, muss man mal dazu sagen. Falls in den nächsten paar Minuten dann wirklich auch mal ein paar Flugzeuge auftauchen sollten, wäre der Möglichkeit drin, das mal zu zeigen, wie das ist. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss hier weg. Das sind zu viele. Das sind zu viele. Weg hier, weg hier, weg hier. Ich muss mich so ein bisschen am Rand von B aufhalten. Das steht mal fest. Eieiei. Ach ja, und wenn das hier gefällt, ne, lasst mal ein Like oder ein Abo da. Wäre ganz nice. Wäre echt nett von euch. So. Denn so langsam geht es wirklich besser bergauf. Und hey, ich glaube, wir hätten da... Ja, okay. Ich sag mal so, Yuki und die Katharin da von uns. Hat recht gehabt. Ich sollte am besten immer das mit Like und Abo gleich am Anfang sagen, nicht am Ende des Videos. Ich wollte halt mal einmal aus der Norm fallen und ne? Weil das macht ja sonst auch jeder. Aber dann schauen wir, was wir mit den Fischen schwimmen. Obwohl, ich schwimme lieber mit der Meerjungfrau. Naja. Ne? Na dazu. Ich schwimme wieder mit einer Meerjungfrau. Obwohl, da gibt es einen negativen Aspekt. Da gibt es einen einzigen negativen Aspekt bei einer Meerjungfrau. Ist mir schon mal aufgefallen. Die hat ja nur den menschlichen Körper oben. Ja. Wie läuft das dann mit dem speziellen Spaß? Also jetzt mal ehrlich. Ja. Ich glaube, da gibt es diesen speziellen Spaß. Oh oh. Oh, jetzt wird's schwierig. Moskwa ist für mich zu gefährlich schon. Sehr gut. Der hat einen Torp geschmissen. Oh, okay, der hat ihn aber nicht eliminiert. Sowas von dead sein. Ich werde sowas von sterben. Wäre sogar möglich für eine zweite Runde, daher, dass wir mit den kleinen Schiffen unterwegs sind, könnte diese Seeschlacht nicht allzu lange gehen. Ich sowas wie ein Hardkerngeschoss hier. Autsch. Das war ein Treffer. Das war ein richtiger derber Treffer. Wie gehört es hier, würde ich sagen.
Der ging gut rein. Ey, den habe ich aber gut gesetzt. Moskwa, Dankeschön für den Killi. Oh, scheiße. Okay, Ayanami. Okay, keine Chance. Ayanami, sowas von keine Chance gegen das Ding. Ich nehme jetzt mal hier diese MPK. Denn ich habe hier auch stärkere Munition dabei. Auf die ich jetzt auch wechseln werde. So, was ist hier? Typ 1939. Da macht ein Torpedobötchen rum. Der hat richtig einen eingeschenkt bekommen von mir. So, schade. Egal. Egalo. Das ist egal. So stimmt, ich habe ja so ein bisschen Flugabwehr, habe ich ja auch. Ein klein bisschen, aber wir werden hier richtig derb überrannt, also. Ja, sieht schon nicht gut aus. Oh, eine Fokker 200 ist drin. Oi. Da packt aber einer die Bösen aus. Die richtig großen Bösen, also das finde ich jetzt aber nicht so nett. Naja, schauen wir mal. Okay. Ich sehe gar nichts. Dankeschön, dass du hier nebelst. Das ist sowas von vorteilhaft für mich. Wow. Wo auch immer ich getroffen habe, es war gut. Werde eventuell eine Abschusshilfe kriegen. Da hinten ist ein K2, muss ich aufpassen. K2 ist übel. Aber dem sage ich das. Ich glaube, viele von euch kennen das Ding schon. Wer das Ding noch nicht kennt, von der K2 sollte man sich vorsichtig. Wow, cool. Sollte man schon ein bisschen vorsichtig sein. Das Ding kann schon bösartig werden. Okay. Er wird gleich angepisst sein. Er wird gleich sowas von angepisst sein, oder auch nicht? Autsch. So eine Bombe. Hab ich gehört. Der ist Flieger. Versuch mal den da hinten zu treffen. Nein. Ah, da ist ein Ockneboy. Ockne. Ja, ich kann mich auch wehren. Ich habe T-34-Türme auf dem Boot. Aufpassen. Ganz böse Türme. Habe ich ihn, aber leider nicht so, dass er sich schon verwirrt tut. Oh, könnt ihr mal bitte das Feuer löschen? Ich wäre dazu zutiefst dankbar darüber. Nee, meine Mannschaft schafft es einfach nicht, das scheiß Feuer zu löschen, weil sie so blöd sind. Ja, zu blöd, um Feuer zu löschen. Oh. Gibt eine Woche kein Wodka mehr. So. Was meint ihr, wie schnell die jetzt die bei der nächsten Mannschaft hier die Löcher da flicken? Ja, ich weiß, das ist ein ganz blöder alter Scherz. Das muss man sein. Gut, ich weiß auch nicht, wer sich das beschweren sollte. Und dafür bin ich auch eigentlich bekannt, dass ich manchmal ganz bestimmtlose Witze raushaue. Obwohl, die machen auch gute Witze bei uns. Dazu. Die Flak macht aber ihren Job ganz gut. Ich kacke ganz schön was drauf. Wenn es eine S100, muss ich mir Gedanken machen. B reinkommen wäre eine schöne Tat, aber nee, dann muss ich erstmal die PR da hinten wegmachen. Ob ich den überhaupt sehe, ich glaube nämlich der ist zwischen. Nee. Das ist wirklich nicht dazwischen. Da haben wir uns beide entdeckt. Er trifft schon. Oje. Was da auch immer bekämpft sich gegenseitig. Auch eine S100, okay. Heftig. Da ist auch so ein ganz geiles Torpedoschiff. Muss man ja mal sagen. Oh nein, warum hat er denn nach oben gezielt? Ja,
Ja, das Schiff hat ja das Problem, dass wir nur seitlich schießen können. Komm schon. Boah, hätte ich üben noch enden können. Ja, wer auch immer das Schiff gebaut hat, deswegen nein. Schrecklich. Also, meine persönliche Prognose für diese Schlacht, wir verlieren. Außer ich komme lebendig in B rein, schaffe es einzunehmen, noch so ein Ding, schaffe es einzunehmen und dann, ja, mindestens, wie sind wir noch, ja, 5 Minuten halten, 5 Minuten, würde ich sagen, 5 Minuten halten, bis dahin müssten, obwohl, nein, ich bin zu optimistisch, ich bin viel zu optimistisch, nee, das Anzahl an Abschüssen zu leisten und ich bin zu optimistisch. Da glaube ich zu sehr an das Team. Wenn ich jetzt mal hier so grob sehe, was hier noch so alles ist, und am oben macht eine A20G rum. Ja, nee, da hinten ist eine PR7U unterwegs. Moskwa, Mutsuki macht hier rum. Da wird etwas kompliziert. Oh. Ja, toll. Oh, die Steuerung. Oh, mein Lack hat was getroffen. Oh mein Gott. Was sehen wir denn da? Peschka, Yeah, Ishak, BF-110. Heieiei, also hier wird es richtig Flugzeuglastig, das wird nicht schön. Gut. Zu langsam unterwegs, um in B reinzukommen, ich merke das schon. Und eigentlich nur durchfahren, das reicht schon. Beweg dich ein bisschen schneller, Dämlichkeit. Nur durchfahren, mir nicht. Oh, das ist ein leckerer Happen da hinten. Tatsächlich komme ich noch in B rein, ich glaub's ja nicht. Jo, ich werde sterben. Aber ich hab's neutral gemacht. Immerhin, etwas geschafft. Der Ticker läuft nicht mehr. So, jetzt wird's Zeit, da oben die Luft erstmal zu bereinigen. Das ist ja nicht mehr heilig. Luft muss jetzt erstmal sauber gemacht werden. Hier ist ja viel zu viel unterwegs. Meine Güte, ey, wir haben nicht mehr viel Tickets. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Mir fällt gerade ein, aber nee, es gibt kein richtiges, anständiges Flugboot bei den Russen, das man für so eine Aktion benutzen kann. Ansonsten hätte ich nämlich mir vielleicht ein Flugboot eingepackt. Oh. Gestorben, schade. Denn mit dem Flugboden kann man nämlich auf dem Wasser da ja die Position einnehmen. Ist ganz nice. Man muss es nur, ja, muss es nur schaffen. Gut, Leute. Ach kommt, ich mache noch eine hinten dran. Wird ein bisschen länger dann, das Video, aber ich hoffe mal, ihr habt da nichts dagegen. Ne? Na komm. Lass mich in die Schlacht. Lass mich in die Schlacht. Jetzt hätte ich um ein Haar ein Liedchen aus der Vergangenheit, aus meiner Jugendzeit angesungen. No, no, no. Oder es kommt doch nicht mehr zur Schlacht. Leute, ich bin ja hier auf diese, ne? Bin darauf angewiesen. Also ich warte jetzt bis zu einer Minute. Wenn bis dahin sich nichts tut, lass ich sein. Dann tut's mir leid, aber ihr wisst ja, wie das Verhältnis mit den Seeschlachten momentan sowieso ist. Ja, selbst wenn man hier sagt, guck mal, wie viele Leute da sind, aber viele von denen sind in den Panzerschlachten oder in den Fliegerschlachten. Also, ne, und da muss man auch dazu rechnen, manche machen realistische Schlachten, manche sind in Simulator. Ja, das gibt leider, das müssen sie noch einbauen. Dass das Ding genau angibt, wie viele Leute gerade im AB,
RB und SB gerade online sind. Dann kann man sich da immer noch ein bisschen danach richten. Ja, nee, es wird nichts mehr. Schade, es tut mir leid. Hat nicht seins. Oh. Was ist mit euch, Geldchen? Was ist mit euch? Was habt ihr nur für Probleme? Okay, Leute. WTF. Ich hab's abgebrochen und werde automatisch trotzdem noch in der Schlacht gezogen. Was beweist das mal wieder? Das System hat irgendwie einen an der Waffel. Unlogisch, Alter. Sowas von unlogisch. Ich hab noch. Das gibt's einfach in keinen anderen Spiel da draußen. Ich kenne kein anderes Spiel, das, wo du, wenn du die Suche nach einer Schlacht irgendwie in der Richtung abbrechen tust, dass es dich dann automatisch trotzdem in eine Schlacht reinzieht. Das ist unlogisch. Aber gut, wir sind froh drüber. So, schauen wir mal. Oh, ein AF-Schiffchen dabei. Farragut, Yugomo werden wir ganz gefährlich für mich. Zwei Stück davon. Die Lübeck, die habe ich ein paar Mal schon in Aktion gesehen. Das gehört zur Köln-Klasse, das Teil. Oh, viele. Aiden, Rostilav. Ist schwer zu sagen. Aber da, nee, da sind einige von KIs. Ephraim, ja, das ist KI. Aiden. Die KI habe ich noch nie gelesen. Rostislav. Gibt's den Namen wo? Oh, was habe ich denn da gemacht? Nein, ach, guck doch mal. Ja, guck doch mal eher woanders hin. Rostislav, jetzt mal ehrlich. Also wenn es den Namen wirklich, oh geil getroffen. Wenn es den Namen wirklich gibt, muss ich allerdings sagen, WTF. Könnte aber schwören, dass ich sowas noch nie gehört habe, mein ganzen Leben. Rostislav, nee. Los. Ich glaube nicht so dran, dass dieser Name wirklich existiert. Und wenn, ja, wirklich. Weil es, ich weiß nicht, ich höre Rostislav und denke da automatisch an Röstzwiebeln. Entschuldigt, aber ja, irgendwas stimmt bei mir nicht. Darüber bin ich mir sehr im Klaren, Leute. Irgendwas stimmt bei mir nicht. Aber ich glaube, ja, das hat halt damit zu tun. Ich bin ein kulinarischer Mensch. Ich esse sehr gerne leckere Sachen. Wer tut das nicht? Und daher, ja. Oh, okay. Ach so, wegen dem Stein, ja. Oh, Hallöchen. Wollte. Oh, das wird wehtun. Das wird wehtun. Böse wehtun. Natürlich. War ja auch nicht anders zu denken. Boing. Na, also, der ist weg. So, wir nehmen, haben schon mal einen Punkt am Laufen. Was war das? Was war das denn gerade? Ich denke mir gerade so, scheiße, ich bin tot. Den Torpedo noch gesetzt, bevor ich ihn erledigt habe. Das kann natürlich sein. Der Torpedo ist dann gegen die Wand geklatscht und. Auch interessant. Oder habe ich außerdem gegen die Wand geschossen? Das kann. Ja, gut. Keine Ahnung. Das war jetzt gerade ganz seltsam. Och Mann! Was klaust du mir meinen Kill, du Vollhorst? Ah, da hinten ist eine KI. Alles kein Problem. Stopp, ich schwimme gerade zu ihrem Spawn, aber ich will eigentlich woanders hin. Ja, gehen wir mal zu A. Irgendwie ist hier so gegnerleer. Hier sind Gegner drin, aber ich sehe kaum einen. Ist jetzt auf die zwei Schiffchen da. Und wo ist denn der Rest? So, die verknüpfen sich da hinten.
mein Kill, mein Kill. Noch einer. Yay. Noch so ein Kill. Ist doch mal genial. Ich hole mir hier die Kills für das Schiffchen. Oh, drei habe ich schon. Was will ich mehr? Naja. Oh, da kommt aber gleich was Böses. Kommt gleich eine Klemsen angepoltert, ey. Das ist natürlich nicht ohne. Ja, der schießt jetzt von selbst, aber der trifft da nichts. Naja, dass so viel im Weg ist. Oh, 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 ich treffe was. Das ist eine. Ich glaube, das ist die KI. Petro? Ja, das müsste eine KI sein. Oder? Gibt's hier? Ja, Petro ist KI. Ach, gegen KI-Spiel macht keinen Spaß. Oh, die Flak schießt gerade schön. Sehr schön. Oh, hallo, Teammate-Kollege. Oh, du arme Sau. Er spielt die Edna. Oh. Ach, der tut mir richtig leid. Wir wissen ja schon, wie die Edna ist. Wie gesagt, im ausgebauten Zustand kann die tatsächlich gut kämpfen, aber im nicht ausgebauten Zustand ist sie scheiße. Das Ding ist so ein Frustmodell, wenn man damit unterwegs sein muss. Also ich werde mich jetzt hier gegen den Typ mit der Klemmsen stellen. Obwohl das schon lebensmüde ist, was ich da mache. Oh. Oh, warte, 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 warte. Ach Gottchen. Ach Gottchen, ich hab's ja fast gar nicht so beachtet mehr. Ich muss mir platt machen, bevor hier. Der könnte unserem Teammate schon sehr gefährlich werden. Oh Mist, ich bin im Hornissennest gelandet. Jupp. Ich bin im Hornissennest gelandet. So ein Scheiße. Ist die Flak bei mir nicht mehr so blöd oder was? Ich muss mit der Flak das machen. Das Ding ist zu gefährlich. So, jetzt. Na, der ist schon hinüber, das ist ein schönes Zeichen. Mal kurz einen auf den Pelz brennen. Die Flak siehst ja gerade nicht. Das ist AF-Teil. Oh oh, da kommt die Lübeck. Jetzt wird's böse. Jetzt wird's grausam für mich. Kann ich nicht überleben. Kann ich nicht überleben. Das konnte ich nicht überleben. Das Ding ist einfach nur ganz grausam. MPK. So. Aber ich muss sagen, es sieht gut für uns aus. Ich würde sagen, die Schlacht ist schon so gut wie gewonnen. Die haben einfach zu spät reagiert. Oh, der war zu kurz, der Schuss. Der war einfach zu kurz. Jetzt. Peschke ist drin. Was haben wir da hinten? Okay. Ist die Mutsuki noch drin? Nee, keine Mutsuki mehr. Aber ein Ayanami. Das macht mir schon wieder Gedanken. Ja, das Teil ist auch noch drin. Aber der ist so angeschlagen, der Kerl. Also der Typ kann froh sein, wenn er überhaupt noch schippert. Okay, so wie das aussieht, wollen die alle nach A, die Gegner. Ganzen gegnerischen Spieler, die KIs, alle nach A. Werden wir uns auch nach A begeben. Diese schwache Ecke. Ah, hätte ich früher vorziehen sollen, vorhalten sollen. Das ist die Lübeck.
krankes Teil. Nur die Götter können da sagen, wie eine Schlacht ausgeht, wenn man. Ja, ich muss jetzt erstmal das Ding da. Jupp, gut gemacht, Kollege. Gut gemacht. Okay, hier ist der Sound, der hat versagt. Ach ja, okay, das AF-Teil ist wieder am Start. Der ist schon wieder da. Lübeck kommt auch schon wieder aus ihrem Loch gekrochen. Das finde ich nicht so schön. Ah, voll daneben. Ja, gut, nee, nicht voll daneben. Das macht wieder Aua weh. Seitlich machen, weil ich habe ja nur die zwei T34 Türme. Ja, schön. Da gibt mir einen rein, ey, wie blöd. Komm schon, nachladen. Wir müssen ihn überleben. Deine besten Geschütze ballern nicht mehr. Aber trotzdem. Ich muss ihn erledigen. Du dich, mein Freund, du dich. Oh, Karina heißt es. Okay. Könnte Frau sein. Könnte auch Mann sein. Sag mal, es ist eine Frau, ne? Du dich und ich habe gewonnen. Sehr schön. Mann, ey. Oh shit. Die Rache. Aber wir haben gewonnen. Wir haben sowas von gewonnen und ich habe die Lübeck eliminiert. Muss man echt sagen, ey geil. Mit der MPK eine Lübeck umgelegt, ey. Puh. Also Real Life gesehen wäre das so nicht. Hätte so nicht geklappt. Real Life? Nein, nie im Leben. Aber das ist ja Gott sei Dank ein Spiel, ey. Real Life wäre ich nach ein paar Sekunden schon tot. Weil sämtliche Turmbatterien, sämtliche Geschütze, alle hätten das Ziel auf mich erfasst und hätten einfach mal so richtig schön durchgeschmettert. Hätte alles draufgeratzt. Daher muss ich sagen, ja. So. Nee, wir machen Trockendock, das ist ganz wichtig. Gut, Knut, Leute, das war's. Waren aber zwei schöne Runden, gut, die eine Niederlage, die andere jetzt Sieg. Ich habe die Lübeck geklatscht, ey, das ist die Hauptsache. Alter. Ja, also die Lübeck ist echt ein krankes Schiff. Unter den Küstenschiffen, also gut, von der Größe her kann man es nicht mit einer PG-02 vergleichen, aber von der Kampfstärke kann man das dreifach mit einer PG-02 vergleichen, vielleicht sogar fünffach. Ne? Also echt krankes Teil, muss man schon sagen. Ja, für alle, die es vielleicht nicht wissen, aber ich glaube, na komm. Wer kann das nicht wissen? Die Lübeck gibt es bei den Deutschen. Ich glaube, das ist sogar das letzte Küstenschiff. Oder? Jupp, da ist sie. Ne, Köln-Klasse? Ach, hier ist es. Oh, Entschuldigung. Ja. Das ist ja so ein Premium-Teil. Stimmt. Ich hab's vergessen, Leute. Tut mir leid. Also, ne? Geiles Teil. Kann man natürlich nur auf dem Gaijin-Markt noch kaufen, weil das ist damals in irgendeinem Event aufgekreuzt. Und denkt dran, die Spieler machen die Preise, da ist das halt so eine Geschichte für sich. Ne? Gut, Knut, dann wünsche ich allen einen wunderschönen Tag noch, viel Spaß noch beim Zocken, bleibt mir gesund und morgen, was hatte ich nochmal für morgen geplant? Ich weiß es gar nicht mehr, das ist so geil. Ja, so zum Thema Liste und Co., ne? Ich glaube, morgen geht's fliegen, oder? Warte, ich habe extra was vorbereitet. Ja, morgen geht's fliegen. Morgen geht's fliegen. Ja, wieder die Amis auspacken. Mal wieder versuchen, hier mit der F11 durch die Gegend zu fliegen. Vielleicht im Realistisch-Mode. Das kann ich noch nicht im Voraus sagen, weil die Raketen sind ja schon recht schlecht von dem Teil.
Ja, schauen wir mal, wie es läuft, ne? Schauen wir mal. Es ist halt wirklich, diese Raketen sind eine Belastung. Sagen wir es so. Nichts gegen Sidewinder-Raketen, aber das ist die B-Version. Die verlieren so schnell das Ziel aus den Augen. Das ist oh, nicht mehr lustig. Ne? Mal dazu. Gut, Leute, dann bis morgen, ne? Ciao.